Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part vom Singleplayer 1.20 Let's Play. Ja, ich schaue mir gerade so, wie ich hier durchkomme, rumzukommen oder so. Ich habe hier nämlich vom Portal, der ist nicht weit weg, hier einfach mal so durch den Berg und dann durch diese Lavasee gegraben, damit ich es euch unbedingt muss zeigen. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben ja im letzten Part ein bisschen verzaubert. Ich habe noch einen Bogen verzaubern versucht und der ist leider nicht so gut ausgegangen. Okay, suche ich noch ein bisschen Level und ich suche ja auch noch diese Sachen aus den Festungen. Also zum Beispiel, ja, wie sagt man das im so schön? Netter Wurzeln auf Deutsch. Ja, weiß gar nicht mehr so der Name. Ich bin ein bisschen außer Puste. Ich habe schon lange nicht mehr so gespielt, oder? Also eher gebaut natürlich und ein bisschen im Server gechillt und so weiter. Das Ding, also muss ich jetzt wieder ein bisschen lernen. Ja, es ist halt einfach nicht gerade so einfach immer alles zu merken. Gut, ich nehme noch diese Pilze mit. Die anderen habe ich, glaube ich. Könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Jetzt fühle ich mich einfach schon sicherer mit Goldschuhen und einem Bogen, der wenigstens stark genug ist für, ja, die anderen Gegner. Also hier haben wir noch die eine Best Bastion, genau. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte irgendwo weiterkommen. Jetzt aber weit runter. Schade. Aha, da haben wir einen Gast. Aber wir können zu wenig weit schießen. Schade. Mist. Okay, wir sind nicht so runtergefahren. Ich bin ein bisschen, ja, ungeübt einfach. Oh Gott, bin zu früh noch abgesprungen. Ist ein bisschen gefährlich, aber ich will den Gas, ich will den Gas. Ich will meinen Gas haben. Ich will die Gasträne haben. Das erste Mal geschossen. Jo, im Singleplayer merke ich immer wie mehr, ich muss viel vorplanen. Dieses auch nette Durchlaufen ist natürlich nicht gerade so toll. Aber ich habe ja jetzt die Minimap, also ja, die Bastion müsste ich eigentlich noch holen. Aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die können wir dann wieder suchen. Hey, ich hab getroffen. Ich hab doch getroffen. Zweimal oder dreimal. Es hat einen guten Move. Na gut, dann haben wir halt keine Pfeile mehr. Gas sind böse. Ja. Jetzt im Multiplayer komme ich ja auch bald so weit, dass ich im Netto irgendwas machen kann. Und ja, ich muss einfach wieder ein bisschen lernen. Ich war jetzt wirklich die 2, 3 Monate, also einen Monat habe ich ja Pause gemacht wegen der Festplatte. Ja, nicht einen Monat, 15 Tage. Danach ja nicht so viel eher gebaut. Und dann merkt man schon wieder, man muss wieder ein bisschen reinkommen, oder? Das ist eben das Problem in Minecraft. Manche Sachen brauchen zu viel Anspruch, aber macht man nicht oft genug. Jo. Muss man ein bisschen wieder lernen. Manche tun halt den ganzen Tag Minecraft zocken und genau das, was sie brauchen. Also Survival, was zum Beispiel Speedrun und so. Dann gibt es Leute eben, die bauen und dann wirklich lange auch wieder nicht bauen. Also nicht Survival machen. Und die haben halt wieder Probleme. Also, ich hätte gerne Minecraft wirklich weniger Survival. Mehr auf ein bisschen auf Schnelligkeit, um Rohstoffe zu bekommen. Nicht um das Do Spiel durchzuspielen. Das sollte größer sein, das Spiel. Aber so. Jo. Ich hätte einfach so ein bisschen bequemer zum Bauen. Es ist echt schwer geworden, überhaupt irgendwas Schönes zu bauen. Oder bauen zu können. Ja, ich weiß, diese Einblendung kann ich jetzt momentan irgendwie nicht wegmachen.
Das liegt an einem neuen Modpack. Ich hatte vorher auch das Problem, dass eine riesige FPS-Anzeige oben links war. Und da konnte ich leider auch nicht gerade so schnell das finden, wo ich das ausmachen konnte. Ich habe es dann gesehen, bei Einstellungen gab es eine FPS-Mod-Einblendung. Da konnte ich dann das wegmachen. Also bei Einstellungen bei Tastatur. Ja. Ihr schießt mich rund irgendwo. Wo ist eigentlich ein Gas? Ist nur ein Gas? Also ich werde da diese Dinge noch einsammeln dann. Nach dem Part. Oder irgendwann, wenn ich wieder zurück bin, ein bisschen. Oh, kann man das nicht ausstehen? Das kommt ein bisschen zu oft. Haben wir hier irgendwo eine nette Festung? Ja, danke schön, aber... Meine Güte, wenn ihr schon Mods einfügt, die irgendwie Performance boosten oder so, macht es doch nicht so nervig, lieber Modpack-Entwickler. Keine Ahnung, was die da denken. Ja, oh, sie machen einfach einen Mod, der überall alles nervt. Nee, das Zeug nervt und so ein bisschen. Ah, ich hasse dieses Bridgen. Ich kann halt nicht so gut fast bridgen. Es geht wahrscheinlich nochmal ein bisschen schneller. Oh, meine Güte. Automatisches Blockwechseln wäre auch nicht schlecht. Ja, man merkt, wie man einfach wieder reinkommen muss und alles gut machen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich höre keinen Gas, das ist wunderbar. Dann kommen wir hier gut runter. Ja, dem Neffer fehlt es ein bisschen an Feinschliff, habe ich das Gefühl. Da könnte man gleich dorthin gehen. So. Wir haben auch keine Gegner, die uns schwimmen kommen können. Er brennt ja überall. In die Richtung gehen wahrscheinlich. Im Netter geht es besser. Im Netter geht es besser. Ich habe übrigens ja eine Fail-Aufnahme noch gehabt. Ich habe noch ein bisschen rausgeschaut, was es für Rezepte gibt mit dem Bambus. Rausgeschaut, ich habe es einfach ausprobiert. Und alles ist eigentlich ganz normal. Es ist eigentlich genau, als würde ein Bambus-Item, also was man bekommt aus Bambus, also das Bambus, einfach nur ein Holz sein. Ein Holzbrett sogar. Und... Ja, nein, nicht ein Holzbrett, sondern ein Holzstamm. Und man muss es einfach 2x2 anordnen. Schon hat man eigentlich diesen Bambusblock. Und den kann man nochmals reintun. Dann bekommt man einen Bambusholz. Also so ein Bett, ja. Und das kann man, also das normale kann man und auch das weite, also das Brett, kann man dann so ein bisschen umordnen. Zu, ja, Half Steps, sag schon, Treppe und so weiter. Das ist ganz einfach, da hätte also Mojang viel mehr Mühe machen sollen. Schade. Und der Neffe, ja, der ist eben recht kompliziert. Sorry, wenn ich euch ein bisschen langweile mit dem Neffe. Der ist leider ein bisschen kompliziert. Einfach, man kommt nicht so gut zu anderen Plätzen. Vielleicht jetzt einfach einige Zeit weiter. Aber ich sollte vielleicht mehr Markierungen machen, aber ich weiß nicht, wie ich es nennen soll und so weiter. Ja gut. Werden wir schon gut schaffen, hier irgendwas zu finden. Also mindestens eine Ruine in diesem Part, bitte. Wäre nicht schlecht. Bin ein bisschen unvorsichtig, wenn ich seht. Schon noch ein bisschen vorsichtiger sein. Kann man hier baden? Ist das Badewasser? Schade. Darüber will ich nicht. Ich will nicht wie dieses Biom, wo am Spawn ist. Mit den roten Bäumen. Ist das Karmesinholz oder so etwas? Level. Jetzt haben wir Level 30 erreicht, super. Könnten wir wieder einen Bogen verzaubern? Ich will jetzt noch nicht ein Schwert verzaubern, weil ich
wie einen Bogen brauche, der Unendlichkeit hat. Das ist jetzt ein bisschen doof. Und da will ich eigentlich nicht, da ist nicht viel los. Es sieht schon cool aus. Aber es ist so richtig sinnlos, was hier so ist. Bin ich so begeistert von diesem Never. Aber immerhin habe ich an jeder Stelle Ghasts. Aber ich brauche so eine Ruine. Kann man die eigentlich auf der Minimap gut finden? Kann man hier auch neben diesem Wasser-Lava-Fall durch? Ja, das ist einer noch im Ball. Weil sonst tut er plötzlich dann drüber fließen. Ja, nicht machen. Also, ja, nicht so unvorsichtig. Dann auch wieder ein bisschen schauen. Es ist da auch noch dieses... Wie viele Biome hat es hier eigentlich? Heftig. Also wir müssen da durch. Die Wildschweine werden uns nicht mehr so viel Probleme besorgen. Und jetzt muss ich mal kurz schauen auf der Map. Haben wir irgendwo eine Ansicht auf eine Ruine? Müsste doch ein bisschen holen. Also da war dieses Ding. Teleport. Da war auch einer. Also genau zwei in unserer Nähe, aber sonst... nichts. Wir haben ja schon ein bisschen mehr erkundet, nur die Minimap hat es nicht erfasst. Also wir müssen weiter nach Süden, leider. Jo. Machen wir etwas Gemütliches. Kann gerne ein bisschen mehr reden dafür. Ein bisschen etwas Interessantes reden. Bei uns in der Nähe gab es einen schweren Unfall. Da ist eine Frau, die wahrscheinlich mit ihrem Kind beschäftigt war. Also so wie es rausgefunden wurde. In einer Schülergruppe, also so junge Erwachsene, nicht Schüler, reingerast. Einfach so. Und sollte sich nie beim Fahren irgendwie ablenken lassen. Aber das machen wahrscheinlich so fürsorgliche Mutmütter natürlich dann gerne, wenn sie Auto fahren. Sollte eigentlich nicht so sein. Also wenn ihr irgendjemand kennt oder selber Kinder habt, sagt das denen, sie sollen sich nicht ablenken lassen. Wenn es weint und so, einfach aushalten. Und ja, ich gehe mal hier hin. Ihr solltet beim Autofahren nie abgelenkt sein. Ja, okay, geht ja vielleicht, aber jetzt solltet ihr das eigentlich auch können, hoffen, mögen, machen. Das hat mich echt besorgt. Wieso müssen so unnötig Schüler oder einfach Menschen verletzt werden, weil einer der fährt, nicht ja, einfach abgelenkt ist. Es tut mir so leid um diese Schüler. Ey. Also diese... Es ist eigentlich noch eine Schulklasse, aber eine mega weiterführende Klasse das so gewesen. Kenne ich ja selber nicht so. Zum Beispiel nur 15 Jahre Schule. Also nur bis 15 Jahre Schule gemacht. Ja, wir haben alle gesagt, ich soll Fußball spielen. Bin ich immer noch nicht so gut im Fußballspielen, weil ich einfach nicht gesund genug bin. Aber ja, das werde ich dann irgendwann mal. Und ich will ja eher ein Spiel entwickeln, als Fußballer zu sein. Ja, da einfach auch nicht gerade so viele Fußballer sehr sich gut verhalten, möchte ich eigentlich auch zeigen, dass man als Fußballer auch nicht so mega protzig und arrogant sein muss, wie die meisten Fußballer. Ist ein bisschen schade, dass Fußball immer so in ein schlechtes Licht rückt, aber ja. Kann man nichts machen, oder? Fußballer sind halt meistens sehr gut verdienstet. So, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Mit Trincher in Extremo. Ich komme nicht mehr weiter. Dieses Bio. Oh, da ist aber eins. Wir müssen in die Richtung. Gut haben wir das. Oh, geil. Gut hat das die Minimap gezeigt. Wir müssen in die Richtung. Also. Ja, ich muss mich doch überstecken. Oh, mir gefällt Minecraft so. Also ich kann es gar nicht so verstehen, dass manchen gar nicht so viel Spaß macht. Aber dennoch. Jo. Mir macht schon Spaß, auch wenn nicht so viel passiert. Ich habe irgendwie das ausgeschaltet.
Ich weiß noch, vor ja, so 4 Jahren hatte ich echt Probleme damit, nicht so spaßig zu haben. Also hat mir das Grinding noch ein bisschen mehr Mühe gemacht. Aber mittlerweile macht mir Grinding einfach auch Spaß, weil ich es so oft mache, um vielleicht jetzt zum Beispiel euch auch weniger dieses Grinding zeigen zu müssen. Ja, und das fehlt mir doch sehr, sehr. Ja, toll. Ich wollte nur zu dieser Nektarine gehen. Mit der Festung. So. Da gehen wir einfach rüber. Kein Problem. Also diese eine Mod muss ich irgendwie noch deaktivieren können. Schmeißen. Und Forge tut mir den wieder reintun. Hundertprozentig. Beim nächsten Update, das eigentlich täglich kommt, habe ich dann wieder drin. Ich weiß nicht, was, sonst lasse ich ihn einfach drin. Aber er stört halt schon, wenn meine Items dann plötzlich weg sind. Dafür sind sie wahrscheinlich auch länger da, kann ja sein. Aber wieso werden Items einfach gelöscht? Welcher Vollhorst macht solche Mods, die wahrscheinlich extrem schlechte Performance haben und deshalb machen müssen? Aber sind Items denn eigentlich so performancewidrig? Wahrscheinlich gar nicht. Also ich merke nichts davon. Also auch in irgendwelchen Monsterfallen merke ich nichts davon. So, wie weit müssen wir jetzt noch? Jetzt müssen wir noch rüber. Ja, hier kann ich das decken dann. Ja, hier sowieso. Hier will ich mich nicht durchgraben mit einer Scheißschaufel. Gib mir diese nette Festung. Ah ja, jetzt kommen ja doch die Dinge. Okay, hier können wir noch stehen. Das sieht man auf der Map nicht. Festung 1. Nein, nicht 21. 1. Klickst du nicht immer so gut. Okay. Habe ich eben keinen. Also hier könnte ich irgendwo mich runtergraben. Ey, lass mich in Ruhe. Kommst du zu mir? Ich hab keine Pfeile mehr. What the fuck? Lasst mich mal in Ruhe. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne zu viel Schaden zu bekommen? Hallo! Endlich mal eine nette Festung. Okay. 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 So leicht mache ich es mir jetzt aber auch nicht zum Sterben. Hallo, wo bist du? Hey, Skeletti. Oh, es geht wieder runter und einer schießt auf mich. Da. Komm du auch mal. So, die Taktiken und so habe ich natürlich noch draus. Aber so, bin ich noch. Also. Skeleton Army. Gut. Habe ich einen Pfeil bekommen? Nein, die Glocken habe ich gar keinen Pfeil. Da sind aber ganz viele irgendwo in der Obermeer oder so. Ich stehe jetzt das nicht so. Da oben ist irgendwo ein Spawner, kann das sein? Hier rechts irgendwo. Wie kommt es, dass das diese Wetterfestung so halbiert, so auseinandergerissen ist? Irgendwo hier? Ja, da. Ah, die spawnen einfach hier irgendwie. Nein, das sind noch nicht. Oh, sind das viele. Okay, hier ist der Spawn. Gut. Schon gewiss. Dankeschön. Mach noch zu wenig Schaden mit deinem Schwert. Ist da auch noch ein Spawner? Ich will das aber mitnehmen. Schon wieder voll. Jetzt. Nein, ich nehme. Break.
Ey, wie viele spawnen denn immer auf einmal? Okay, dann gehe ich wieder runter. Ich will nur nicht sterben. Ey, jetzt habe ich wieder nichts in der Hand. Minecraft kann manchmal schon nerven. Was heißt ein Steinschwert getroppt? Dankeschön. Ja, ich habe eben noch nichts, keine Schalke-Boxen und so. Wir müssen ein bisschen mehr Singleplayer spielen. Sind es jetzt, weiß nicht, fünf Parts, glaube ich. Okay, dann machen wir das doch ein bisschen anders. Ich muss mich hier irgendwie, genau. Hochstecken. Die Ding nur die Köpfe. Nur den Boden. Zu uns strecken. Will aber diese Teile haben. Die Musik ist auch geil. So. Ich kann sie schon wieder nicht einsammeln. Jetzt habe ich jetzt dieses Mal. Nein, jetzt ist auch. Der Bogen brauche ich auch nicht. Wieso? Ich hasse Spiele, wo automatisch in die Tab-Liste, in die Skill-Liste Items droppen. Ich hasse das. Ich mag so etwas nicht. Also lasst es mir mal bitte weg. Ah, die können wieder schießen. Und ich nehme sie. Lege sie weg, damit ich sie wieder hinstelle, wieder wegnehme. Okay, so. Kann man auch mal erreichen, die Sachen. Ja, das Schwert ist leider auch bald kaputt. Aber eigentlich möchte ich ja die Netherwarzen. Nein, Netherwarzen sind das. Seit wann sind das Warzen? Heftigst. Was haben die Auto-Aim? Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Selber. Ja, was ich eigentlich machen muss, ist Half-Steps oder so. Aber als was kann man Half-Steps machen? Also kann man nicht Half-Steps machen, dann hat man. Ah, kann ich natürlich über Crafting Table. So, aus dem kann man keine Half-Steps machen. Aus dem schon. Aber wie? Jetzt ist gut. Ja, die können trotzdem durchschießen. Nein, nicht den. Bitte besser anordnen das nächste Mal. Das Minecraft. Wieder getroffen. Jetzt habe ich das Wasser ausgeschüttet. Dankeschön. Ist ein bisschen schwer. Sind ein bisschen zu viele. Hey, die haben doch mich nicht getroffen. Okay. Ich kann so die Netter. Ja, ich kann sie nicht umstellen. Da ist eine bestimmt, oder? Ja gut. Das Hungersystem ist so blöd. Hallo, heil mich. Ja, dann gehen wir einfach wieder zurück, wenn wir Ding haben. Also einen haben wir. Gut, wir haben zwei und wir brauchen, glaube ich, drei. Mehr. Okay. Ist ein bisschen laut hier. Den nehme ich wieder mit. Kann ich noch einsammeln. Und hier runter mussten wir gleich. Ja.
Okay, das ist schon mal gemacht. Auch wie viele jetzt hier sind. Also wir gehen mal geradeaus, wenn da keiner ist. Ob es jetzt hier irgendwo ein Nettowarzen-Segment gibt. Also was die einfach gibt. Ein Level-Segment. Auf jeden Fall mache ich längere Parts im Singleplayer. Scheinbar. Und kein Essen mehr. Ich wusste gar nicht, dass ich mich so schlecht vorbereitet habe, weil ich einfach ja, weitermachen wollte. Da ist mal nichts. Also ich muss fliehen. Genau deswegen gehe ich in die Richtung. Mach mal hier Sicherheits-Wegpunkt. Der Ding heißt Festung 1. So, und zwar Festung 1. Genau, die andere war nur Festung, oder? Aber auch Festung 1. Brauche ich ja nicht. So. Okay, muss ich nochmals kurz durchrennen. Und dann muss ich leider wieder zurücklaufen. Oh Gott, so ein Mist. Diese Spawns sind einfach extrem manchmal. Gut, dann nehme ich noch ein paar andere Sachen mit. Hey, wieso hat er mich wieder gesehen? Also, wir müssen leider wieder zurück. Da. War da nicht dort, war ich. Okay, komme ich lebendig zurück ohne Essen? Können wir irgendwie, ja, Suppen könnten wir machen. Aber nein, ja doch, Suppen können wir machen. So, also. Das ist aber nett, das ist das jetzt. Boah, es sieht gleich aus. Ja gut, eine Suppe können wir machen, aber weil wir einen roten PC haben, wir können uns heilen, das ist gut. Wieso ist Netter so nervig gemacht? Hätten sie irgendwie Essen hingestellt oder so, wäre es nicht so nervig gewesen. Aber nein, sie müssen genau eines Zeugs machen, das ist die Suppe. Sonst gibt es echt keine Ahnung. Dann kommt es jetzt gerade nicht in den Sinn. Oder kann man die Pilze auch essen? Also nette Pilze. Nee, glaube nicht. Also Mojang eben gar nicht gut, eben irgendwie spielerisch Sinnvolles zu machen. So bestimmte Sachen wie neue Tiere oder so, wo man nicht unbedingt brauche. Die Sniffer sind übrigens völlig sinnlos. Man kann eigentlich nur diese Sachen, diese Wurzeln bekommen. Mehr kann man nicht mit denen machen. Die vervielfältigen natürlich noch. Ein bisschen optisch an. Ding. Ja, das kann man. Aber sonst kann man eigentlich nicht viel machen. Und ich will die auch mitnehmen. Aber Netherrack brauchen wir eher. Soul Sand möchte ich gerne mitnehmen. Eigentlich Seelenerde, Soul Sand. Sehr schön. Seelensand. Und ich möchte gerne irgendwo rauskommen. Da. Gut, ich mache den letzten Schritt. Der ist 820 Meter. Und gehe lieber noch mal kurz runter. Wir sehen im nächsten Part uns wieder zurück. Bei der Festung. Tschüss.